Hallo und herzlich willkommen im Mangfallgebirge. Herzlich willkommen auf dem Weg zum Setzberg und herzlich willkommen beim Mountain Guide. Der Aufstieg zum Setzberg erweist sich als relativ einfach. Es gibt unterwegs nahezu keine Schwierigkeiten. Das Einzige, was ich hier erwähnen sollte, ist, wie man da jetzt aufsteigt, und ihr seht es ja schon beim Rundflug, bleibt jedem selbst überlassen. Es gibt mehrere verschiedene Aufstiegsvarianten, auch über die Sommerstraße ist ein Aufstieg oder Abstieg möglich. Wir haben die Variante über die Wallberg-Moosalm gewählt als Aufstieg und auch wieder als Abstieg. Die ganze Tour beginnt bei der Wallbergbahn Talstation, geht dann über Forstwege und einem sehr leichten Steig Richtung Finale. Vorbei am alten Wallberghaus, und da muss ich dazu sagen, Leute, da müsst ihr einkehren. Super lecker. Super liebes Personal, wir selber sind auch eingekehrt, ihr könnt bei Instagram, könnt ihr Bilder dazu finden, kann ich euch nur empfehlen. Nichtsdestotrotz ist es relativ egal, über welche Variante ihr aufsteigt, die Schwierigkeit bleibt sehr leicht bis leicht. Das einzig Schwierige ist vermutlich das steile Stück am Ende, quasi zum Gipfelaufbau. Das war's aber dann auch schon. Der Gipfel selbst ist meines Erachtens nach deswegen so super, weil es der ruhigere Nachbar des Wallbergs ist und der Wallberg mehr als nur überlaufen ist. Einfach aufgrund der Wallbergbahn trifft man da oben nahezu immer und zu jeder Jahreszeit irgendwelche Menschen. Und im Vergleich zum Wallberg ist der Setzberg etwas ruhiger. Würde jetzt nicht sagen, er ist ruhig, weil hochfrequentiert ist er trotz allem. Aber er ist nun mal ruhiger als der Wallberg. Aber ich denke, auch auf dem Setzberg ist man selten alleine. Tatsächlich war es aber so, dass bei uns, als wir oben waren, nur eine einzige andere Person da war und die ist kurz danach auch schon abgestiegen. Sprich, wir waren tatsächlich alleine da oben. Im Gegensatz zum Wallberg, wo sich gefühlt 30, 40 Menschen getummelt haben in wenigen Minuten. Von dem her, ich empfehle euch den Setzberg. Hier seht ihr das alte Wallberghaus. Nur zu empfehlen, geht da rein. Dieses Gipfelkreuz da oben, das sind wir nicht gegangen. Ich weiß gar nicht, ob man da wirklich hoch kann oder ob das auch einen Namen hat. Würde mich interessieren. Ab in die Kommentare damit, wenn ihr es wisst. Ich habe dazu nichts gefunden. Aber vielleicht wisst ihr ja mehr. Jetzt sind wir auch schon oben am Gipfel und ihr seht ein Wauwau. Das war mein Wauwau, der Wallberg und alles, was drumherum gehört an wunderschöner Aussicht. Das war der eine Mann, von dem ich euch erzählt habe, der einzige, der mit uns oben am Gipfel war. Wir waren aber auch relativ spät oben. Das Video neigt sich dem Ende zu. Ich wünsche euch viel Spaß. Geht sie, macht sie, teilt uns mit, wie es war. Nicht vergessen, nur mit Mountain Guide erreichst du den Gipfel gescheit und wir sehen uns beim nächsten Mal.